R-E-W-I-N-S-I-D-E. Leute, herzlich willkommen zum lang ersehnten Update-Video zu Minecraft Nero. Freunde, ihr wisst es, das Projekt geht bald an den Start. Morgen kommt der Trailer online. Ich bin jetzt hier mit dem lieben Gamerstime auf der offiziellen Minecraft Nero-Map. Hallo Kevin. Hallo. Freunde, wir gehen jetzt mal hin und zeigen euch als beiden Projektleiter mal ein wenig die Städte, die wir vorgebaut haben. Ihr seht es gerade, die lieben Pixelbiester, der liebe Hendrik und sowas sind alle gerade noch hier. Es wird noch hart gearbeitet an der Map. Da nochmal ein dickes Shoutout und danke an die Pixelbiester, die hier echt einen riesig geilen Job machen. Den Spawn zeigen wir euch nicht, das könnt ihr euch dann in den Folgen der einzelnen Leute gerne angucken. Denn der Spawn birgt eine riesige Überraschung. Ich würde sagen, wir warpen uns jetzt erstmal zur ersten Stadt. Und das ist nämlich Warp Stadt 1. Die Warps werden natürlich später wieder entfernt, Freunde. Und ich würde sagen, Kevin, kommen Sie mal ran. Kommen Sie mal ran, bitte. Wir sind nämlich jetzt hier bei Stadt Blau. So, wir müssen mal ganz kurz schauen, wo ist das Stadttor? Das Stadttor ist hier vorne, ihr seht es. Jede Stadt hat ein wunderschönes, großes Stadttor. Wir fliegen mal ganz kurz hinein, steigen mal in die Stadtmitte auf. Ihr seht es, jede Stadt hat auch ein paar Häuser schon vorgebaut. Das hat folgenden Grund. Wir wollten einfach, dass die Städte schon so ein bisschen quasi als Startstadt... Server abgestürzt. Gut, da wurde gerade scheinbar eine große Schematik gepastet, die der Server nicht so ganz handeln konnte. Ihr müsst nachvollziehen, wir arbeiten hier mit World Edit in einer Minecraft-Version, die eigentlich gar kein World Edit hat. Zurück zur Stadt Blau, ihr seht es, jede Stadt hat ein paar Häuser schon vorgebaut. Wir haben hier eine wunderschöne Stadt mitten am Meer, glaube ich sogar. Ich glaube, wir haben hier vorne sogar irgendwo einen Fluss oder ein Boot. Und ihr seht, hier ist das Boot von Stadt Blau. Eine sehr, sehr idyllische, schöne Stadt. Mitten im Grasland gelegen, direkt am Meer. Auf jeden Fall sehr, sehr schön. Wir werden am Ende des Videos die Städte auch noch auslosen. Das heißt, dann wisst ihr, welcher Spieler in welcher Stadt, an welcher geografischen Gegebenheit ist. Ganz kurz zum Städteaufbau. Ihr seht hier einen Friedhof. Der ist natürlich für eine bestimmte Regel, die ich jetzt erstmal nicht ansprechen werde. Ihr könnt euch bestimmt denken. Ganz, ganz wichtig. Und wir haben hier eine Kapelle. In die Kapelle können wir mal ganz kurz runtergehen. Das zeige ich mal ganz knackig kurz. Wir haben hier unten nämlich folgendes. Wir haben hier unten zwei Kisten und einen Jump'n'Run mit einer Kiste am Ende. Welchen Hintergrund das alles hat, das verrate ich jetzt auch nochmal nicht. Das werdet ihr dann im Spielgeschehen selber erfahren bei den einzelnen Leuten, die ihr wahrscheinlich auch relativ oft verfolgt. So viel zu Stadt Blau, eine sehr, sehr idyllische kleine Stadt mit verschiedenen vorgebauten Häusern. Die YouTuber dürfen sich natürlich hier selbst entfalten und eigene Häuser bauen. Diese Häuser dienen halt einfach nur so ein klein bisschen als Deko-Zweck. Vielen Dank nochmal da an die lieben Pixelbiester. Ich würde sagen, wir fahren direkt weiter fort mit Stadt Nummer 2. Da gehen wir jetzt auch mal direkt hin. Schauen uns die mal an. Stadt Nummer 2 ist im Dschungel gelegen. Stadt Gelb in diesem Sinne. Wir gehen mal ganz kurz durchs Tor durch und ihr seht hier schon ein paar wunderschöne LSD-Bäume. Wieder eine Kapelle, das müsste die hier sein. Und 2 bis 3 vorgebaute Häuser und das gelbe Schiff. Ja, die Schiffe sind immer gleich. Jede Stadt hat die gleichen Startbedingungen. Jede Stadt hat denselben Friedhof, sodass da keiner kommen kann und sagen kann, strategisch ist das und das und das aber so und so. Vielen Zuschauern wird wahrscheinlich bereits schon aufgefallen sein, dass die ersten beiden Städte in verschiedenen Biomen gelegen sind. Verschiedene Biome heißen in dem Modpack, was wir spielen, noch verschiedene Schwierigkeitsgrade. Bitte kommt aber jetzt nicht damit und sagt, der Stadt Gelb oder Stadt Grün hat es jetzt viel schwieriger. Das wissen wir, dass jede Stadt Vor- und Nachteile birgt, aber das werden wir auch später berücksichtigen bei verschiedenen Questvergebungen. Wie gesagt, das Ganze wird auf jeden Fall von uns alles gebalanced, ihr müsst euch keine Sorgen machen und zudem sind diese Biomunterschiede wirklich minimal. Das heißt, das Ganze ist jetzt nicht so, als würde jetzt die eine Stadt in den Nether gehen müssen und die andere Stadt in den End-Aggressivitätslevel 900.000. Ihr wisst, was ich meine, diese Unterschiede sind wirklich nur minimal und selbst diese minimalen Unterschiede werden wir auf jeden Fall ausbalancen. Jo, das ist es soweit von der Stadt Yelp, sehr, sehr schöne, knackige Stadt, mitten im Sumpf bzw. im Dschungel gelegen. Kann man auf jeden Fall was richtig, richtig Schönes draus machen, finde ich auch bis jetzt schon sehr, sehr geil. Und ich würde sagen, wir gehen direkt mal zur Stadt Nummer 3. Stadt Nummer 3 ist eine sehr, sehr alte Stadt, mitten im Norden des Landes gelegen. Ihr seht es hier, in einem alten Fichtenwald ist das Ganze hier. Ihr seht, es ist auf jeden Fall eine nordische Stadt in der kälteren Region, angrenzend zu einem Schneebiom, glaube ich sogar, wenn mich nicht alles täuscht, ich weiß es gerade nicht genau. Hier haben wir auch wieder unsere wunderschöne Kapelle mit dem gleichen Innenhof. Hier vorne steht auch wieder das Schiff von der jeweiligen Stadt, gleichzusetzen mit den anderen Schiffen, diesmal Stadt Grün. Sehr, sehr schöne Stadt auf jeden Fall, kann man sich richtig schön heimlich fühlen und kann sich was richtig Geiles draus entwickeln. Und das ist Stadt Grün. Ihr seht ja, dass jede Stadt ein Stadttor hat, allerdings auch keine Stadtmauer. Das hat folgenden Hintergrund. Wir haben uns gedacht, dass es ganz cool wäre, wenn die Städte im Kriegsfall selber hingehen und eine Stadtmauer bauen, die eventuell zum Stadtstil passt. Wie gesagt, es ist jetzt auch nicht gesagt, dass alle Leute, die jetzt in Stadt Grün bauen, solche Häuser bauen müssen. Das ist den Leuten total offen gestellt. Das kann jeder für sich selber entscheiden. Das war einfach nur, um ein kleines Anfangsambiente zu schaffen und ihr könnt es euch mal angucken. Die Häuser sind auch alle ganz gut eingerichtet. Das heißt, man kann am Anfang quasi die ersten 3, 4 schwierigen Nächte ganz gut überleben, ohne jetzt sich irgendwie in der Erdhütte, im Boden verbuddeln zu müssen. Ich würde sagen, wir gehen direkt weiter zur Stadt Nummer 4. Kevin, bist du bereit für Stadt Nummer 4? Ja. Wir haben hier Stadt 4, aka die rote Stadt mit einem riesigen roten Schiff. Genau das gleiche wie die anderen. Sehr, sehr schön. Sieht richtig, richtig geil aus. Gefällt mir auch richtig gut. Ich finde es schön, dass wir diesmal verschiedene Städte haben mit verschiedenen
Terrains und verschiedenen Biomen. Macht auf jeden Fall einiges her. Hier eine Stadt in einem Wald gelegen, die an sehr, sehr hohe Berge grenzt. Da kann man sicherlich auch was ganz Cooles draus machen. Grundlegend ist da nichts anderes als bei den anderen Städten. Wir haben auch hier wieder unsere Kapelle. Das ist die hier vorne. Das erkennt man immer an dem anderen Dach und dem Kreuz oben drauf. Und genau, haben hier noch eine kleine Feuerstelle, die eingerichteten Häuser und das Schiff. Jede Stadt hat auch nochmal ein eigenes Banner, falls ihr das sehen könnt. Die sind auch nochmal am Spawn vertreten. Wie gesagt, den Spawn zeigen wir jetzt extra nicht, weil den seht ihr dann in der ersten Folge. Hier haben wir nochmal den Friedhof, mitten zwischen Bergen. Finde ich super cool eingefügt, der von den Pixelbeastern. Respekt auf jeden Fall, das sieht richtig cool aus. Fügt sich hier richtig schön ein und ja, ich würde sagen, die Bedeutung des Friedhofs erörtert sich dann spätestens im Laufe des Projekts. So, das war es auf jeden Fall vom ersten kleinen Einblick zur Map. Mehr will ich auch gar nicht zeigen. Wir haben noch deutlich mehr gemacht. Das möchte ich aber euch aber nicht zeigen, weil das wird sich dann alles im Modpack selber bzw. im laufenden Projekt zeigen. Wir gehen jetzt hin und verlosen mal. Und dazu muss ich ganz kurz mein Aufnahmeprogramm wechseln. Das heißt, wir verlosen jetzt, welche Stadt welche geografische Gegebenheit bekommt bzw. welche Stadt an welchen Spawn gesetzt wird. Also, ich würde sagen, wir sehen uns noch einen kurzen Cut wieder. Ich starte ganz kurz mein OBS und dann geht's in die Verlosung von den einzelnen Städten. Bis gleich! Die liebe Lottofee, der Kevin wird jetzt die Stadt Nummer 1 auslösen. Kevin, wer ist in Stadt Nummer 1 drinne, beziehungsweise welche Spieler betrifft das Ganze jetzt? Mr. Morgame, Revi, Izzy, Dena, Zander und ich sind das. Okay, Stadt 1 ist Stadt Blau, Stadt 2 ist Stadt Gelb, Stadt 3 ist Stadt Grün, Stadt 4 ist Stadt Rot. Je nachdem, genau, welche Nummer es jetzt trifft, könnt ihr dann sehen, quasi welches Biom wir zugeteilt bekommen. Ich habe jetzt hier den Random-Generator von Nummer 1 bis 4 drin, dass alles legit läuft, dass da nichts geschoben wird. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal den Generator. 1, 2, 3, los. Es ist die Nummer 4, Kevin. Stadt, das heißt, 1, wir sind bei Rot. Wir sind Stadt Rot. Nice. Bist du zufrieden damit? Ja, ich finde es auf jeden Fall cool. Okay, dann ist die Stadt von quasi Kevin und mir schon mal bei der Stadt Nummer 4. Sehr gut, dann ist die Stadt Rot schon mal weg. Dann können wir jetzt machen Random Generator 1 bis 3, weil die anderen, die Stadt 4, ja schon mal rausfällt. Genau. Gut, die nächste Stadt ist welche Stadt, Kevin? Lies mir die Teilnehmer vor. Das ist Stadt Nummer 2 mit Ungespielt, Herr Bergmann, Zombie, Maudado, Trobu und Delay-LP. Gut, dann würde ich sagen 3, 2, 1, ma! Und es ist die Nummer 1. Das ist dann Stadt Blau. Richtig, genau. Dann haben wir jetzt quasi nur noch 2 und 3 übrig. Genau. Kevin, wer ist die nächste Stadt, die es betrifft? Die Stadt Nummer 3 ist Paluten, Sturmwaffel, Peterle, Pixelwolf, Rotpilz und LP mit Kev. Okay, dann würde ich sagen 3, 2, 1, los. Das ist die Nummer 2. Dann sind die Stadt Gelb. Richtig, gut. Dann ist das die Stadt Nummer Gelb. Sehr schön. Stadt Nummer 4 ist damit bei Grün. Relativ offensichtlich, Freunde. Damit haben wir die Biome und die Städte schon mal ausgelost. Ich werde am Ende nochmal ganz kurz eine farbliche Übersicht einblenden, wer in welcher Stadt ist und mit welchem Biom, damit ihr dazu nochmal einen Screenshot vor Augen habt, damit ihr wisst, was abgeht. Kleine Info noch am Rande. German Let's Play ist leider nicht mehr im Projekt. Er hat sich gestern oder vorgestern, glaube ich, kurzfristig dazu zu entschieden, nicht mitzumachen. Ist aber alles halb so wild. Schade zwar drum, aber wir haben den lieben Krankhafter jetzt als tüchtigen Ersatz quasi mit eingefügt. Somit ist er jetzt in Stadt Grün. Ist richtig, ne, Kevin? Genau, Stadt Nummer 4. Ich kann dir kurz die Teilnehmer nochmal schnell sagen. Stadt Nummer 4 sind nämlich jetzt Kran, Crafter, Gomme HD, Stegi, Petrit, Nicht-Nilo und MC-Expert. Und Herr Bergmann ist zu Stadt Nummer 2 dafür gewechselt, also richtig, an die Stelle von German Let's Play. Ich würde sagen, das war's vom ersten Sneak Peek auf der Map. Freut euch morgen auf den Trailer, der wird morgen im Laufe des Tages online kommen. Wir streiten uns gerade ein wenig noch in der Konfi über die Zeit, aber das kriegen wir alles hin. Ich würde sagen, das war's vom heutigen 18 bzw. 19, 20 Uhr Video, je nachdem, wann ich es fertig geschafft habe. Schaut meinen lieben Gamers-Time mal vorbei, der ist ein Junge, streamt nämlich gerade und spammt mal in seinen Chat AAPPKaka. Das war's, wie gesagt. Ich hoffe, es gefällt euch, dass jetzt bald Nero an den Start geht. Und ihr seht jetzt am Ende nochmal eine kleine Auflistung, wer in welcher Stadt mit welchem Biom ist. So viel dazu, meine Freunde. Ich bin jetzt damit raus. Wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend. Macht's gut. Haut da rein. Tschüss.